Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. Ups, ruckel, ruckel. Na, wie immer, Guild Wars 2 mag es nicht, wenn ich ihn starte. So, das letzte Mal sind wir hier geblieben, weil ich nicht wusste oder weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Und das Problem ist, ich bin schon hier runtergesprungen und bin dann außenrum da hinten bin ich gegangen. Moment. Nee, nicht da hinten. Da hinten rum bin ich hingegangen. Und ja, bin da hochgeklettert. Und bin wieder hier gelandet. Ja, und da frage ich mich, wie ich jetzt darüber komme. Also da habe ich gemerkt, okay, das klappt nicht. Ja, und dann habe ich den Kleinen hier entdeckt. Hallo Kleiner. Ja, und habe gemerkt, mit dem kann ich ja sprechen. Mit Clark. Hallo Clark, ich möchte mich beklagen. Na gut, Clark, komm her. Braucht ihr Hilfe? Ihr habt dieses Funkeln in den Augen. Die Sorte kenne ich. Ihr wollt zu jenem Felsen dort, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Irgendwas sagt mir, ihr könnt mir dabei behilflich sein. Nicht wirklich, ich war nur neugierig, was ihr hier so treibt. Okay, und das war's. Okay, Leute, das war's mit dem Let's Play für heute. Und wir sehen uns dann. Na gut, ich mach's für euch. Gut. Geht's gut? Irgendwas sagt mir, ihr könnt mir dabei behilflich sein. Zufällig brauche ich gerade ein Opfer. Ja. Eher einen Freiwilligen, um mein neuestes Gerät auszuprobieren. Also, was meint ihr? Wollt ihr es einmal versuchen? Ja, was genau macht denn dieses Gerät? Von einem Laien wie euch erwarte ich nicht, dass er es völlig versteht. Also sage ich einfach, es wird euch von Punkt A nach Punkt B bringen. Schaut euch nur mal dieses Initialaktivation an. Oje. Initialaktivation an. Es ist ein wenig explosiv. Okay, klingt nach einer Menge Spaß. Du willst es doch nicht machen, oder? Du willst es wirklich nicht machen. Okay, klingt nach einer Menge Spaß. Okay, was macht es? Sprungschuss, schießt auf den Boden, um einen Satz zu eurem Gegner zu machen. Okay. Dann stelle ich mir ihn. Und mal schauen, was passiert. Kann ich da einschießen? Aua. Ich hab's gewusst, das wird nicht so einfach. Aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Geil. Da muss ich rein. Da muss ich mir anschauen, was da los ist. Ist das geil. Okay. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Ansehen. Von 11. Aber während ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so geil. Warum kann ich nicht in solche Gegenden wohnen? Ja. Einfach ein Strand vor der Haustür. Ach ja. Einfach so ein Strand vor der Haustür, seht ihr? Einfach morgens rausgehen, am Strand gehen. Das Leben sein lassen. Und jetzt habe ich Angst, dass hier alles runterfliegt. Genau, wo ich gerade drunter bin. Cool. Dorfbewohner. Dorfbewohnerin. Hallo ihr. Wie schreiten eure Abenteuer voran? Es geht so. Schön euch zu sehen. Ja. So, ist ja cool. Da muss ich hoch. Da habe ich vorhin eine Treppe gesehen, so im Augenwinkel. Da ist sie. Da ist die Treppe. Tja, Löwenstein.
Zumindest die Gegend scheint vielversprechend zu sein, gerade wenn man auf Strände steht. Oh, und ich vermisse irgendwie den Strand. Glaubt ihr? Ihr könnt mir glauben, ich vermisse den Strand wirklich. Aber naja. So. Und damit meine ich Meeresstrand. Nicht irgendwie so ein See oder sonst irgendwas, sondern wirklich Meeresstrand. Und auch nicht Nordsee. Ich spreche von richtig von Meer. Mit Wellen und so alles. Hi, Kind. Ihr seht zäh aus. Lasst uns ringen. Lasst uns was? Hallo, ihr da. Ich habe größere Monster als euch gehäutet. Ja? Und ich habe schon kleinere Kinder als dich gegessen. Ihr riecht komisch. Das ist deine Nase. Ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, das sollst du nicht. Übrigens bist du der Fremde für mich. Gut. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Seid ihr ein Held? Ja, ich bin auf dem besten Weg dorthin. Ich bin auf dem besten Weg dorthin. Ihr macht mir keine Angst. Ich bin auch ein lieber Onkel. Ich bin auf Abenteuer. Das ist ja super. Spielen wir ein Spiel? Nein, habe ich keinen Bock. Hallo, ihr da. Ja. Ich soll nicht mit Fremden reden. Ja. Jetzt kennst du mich schon. Sieht zäh aus. Lasst uns ringen. Meine, ich mache einmal Feuer um dich herum und dann schon ist die Sache erledigt. Okay. Devril-Insel. Das sieht ja geil aus hier oben. Und da ist ein Wasserfall. Oh je. Also Leute, macht euch bereit, dass wir hier die nächsten 100 Folgen sind. Hey. Ich habe Arbeit zu erledigen. Ja. Und dann quatschst du mit dem da, ja? Ach, sieh an, wer da ist. Wieso, kennst du mich? Landarbeit ist lohnend. Ist okay. Man kann nie zu viele Verbündete haben. Ja, das ist wahr. Übrigens, lebt kann ich einen Hund von dir haben? Nutzt den Moment. Nein. Eine Silvari lehrte mich Gärtnerei. Ihr macht wohl Witze. Ist in Ordnung. Dafür bringe ich ihr das Erstechen bei. Ihre Nierenstöße werden immer präziser. Ah, gut. Hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Die Arena könnte tödlichere Silvari brauchen. Okay. Der ist ein bisschen... Also, der ist reif. Ja, das Schwein ist reif, kann man pflücken. So. Das Schwein kann man pflücken, ist reif. Ein Kamin, der nicht läuft, das ist aber traurig. Na gut, okay, ist so warm. Denke ich. So. Das mit der Kamera. Abenteuerin, hallo. Grüß euch. Ja, hallo. Wie geht's? Mir gut und selber? Schön, euch zu treffen. Ja. Okay. Der aber nichts zu sagen. Geheimnisse haben sie auch nicht. Na gut. Knoblauch. Gibt's denn hier Vampire? Ich pflück dich jetzt. Okay. Hier gibt's gerade nichts. Dann schau ich mal. Geil. Einfach geil. Ach, Manno. Ich will hier leben. Na gut, okay. Dann muss ich Abenteuer bestehen auch. Da muss ich richtig kämpfen, um mein Essen zu holen. Ach, da oben sprechen die. Da oben sprechen die. Geil. Hi, Hundi. Na, da ist eine schon verrostet. Das seht ihr? So eine Gießkanne ist schon verrostet. Ja, die ist auch schon verrostet da hinten. Och, ich liebe das Spiel hier so.
Ja, bei vielen Spielen zum Beispiel könnte man einfach sagen, da braucht man gar nicht das Kämpfen. Ja, einfach so zu sehen, was die Entwickler sich für Landschaften und sowas ausdenken. Schon geil. Hi, was hast du zu verkaufen? Die Sterne euch leiten. Basilikumblatt, Paprika, Ingwerwurzel. Ja, Ingwertee ist übrigens sehr gut. Schmeckt mir immer gut. Bis nächstes Mal. Besonders wirklich die Ingwer in kleine Scheiben schneiden und dann in kochendes Wasser ein paar Minuten ziehen lassen und dann trinken. Es prickelt so schön. Würzig. Excelsior. Excelsior? Oh, hallo. Ja, hallo. Du bist irgendwie so weiß gekleidet. Hier in der Gülle bist du weiß gekleidet. Na, dann viel Spaß beim Abwaschen, Junge. So. Upsala. Wo geht's hier? Ach so. Hier geht's hier runter. Geil. Und da ist Schnee. Tja, Leute. Ich werde wohl hierher ziehen. Ich werde nach Gilvars ziehen. Ja, was hast du denn gemacht, Strafgefangener? Braucht ihr was? Die Legion ruft. Ja, ist okay. Ich will dich bei deiner Arbeit nicht stören, ja? Also, übrigens, da ist noch ein Stein. Ja, also nicht nur der da. Da ist auch ein Stein. Viel Spaß dabei. So. Kürbisse. Was für ein Riesenkürbis. Hallo. Was? Schreib mir nicht so an. Hast du nie was von Freundlichkeit gehört? Was? Macht schnell. Also dafür, dass du die Blumen beim zu wachsen zusiehst, hast du es ganz eilig. Oh, ein bisschen so eine kalte. Was ist dahinter? Ups. Okay, hier sind die Treppen. Schon geil. Ja, die schuften alle schön. Ich kann das nicht machen. Blasen in meine Hände erinnern mich in meine Zauberkraft. Ja, kann ich nichts machen. Aber du weißt schon, Blasen mit den Händen und beim Zaubern, da gibt es noch mehr Schmerzen und da kann ich mich nicht voll darauf konzentrieren. Also lasse ich euch eure Arbeit so erledigen. Gut. Upsala, das war jetzt die falsche. Da gibt es ja gar keine Treppe. Hier gibt es eine Treppe wieder. So. Lauter Hundis. Ich möchte auch einen haben. Wer sagt denn, dass ein Magier keinen Hund haben darf? Gebt euch frei, wenn ihr wollt. Ich bleibe lieber noch eine Weile. Wollt ihr nicht was trinken? Ich kenne da eine sehr gute Schenke. Ich weiß, wo ihr trinkt. Hier ist es sicherer. Okay. Boah. Was ist dahinter los? Ja, da gibt's was Neues zu entdecken. Hier komme ich nicht rein. Ja, auch nicht. So. Und. Ja, das war's dann. Nein. Keine Piraten, nichts Totes, keine Banditen oder Plünderer. Gut, freut mich zu hören. Mich nicht. Ich werde fürs Kämpfen bezahlt. Ich mag sowas. Ja, sonst ist es langweilig und dann fängt der Freiwillige eine Schlägerei an. Wo Leute dafür bezahlen müssen, die eigentlich nicht davon nehmen wollen, geschlagen zu werden. Okay, ich habe das Gefühl, auf die schnelle Lesen habe ich gelesen, brünstig. Jetzt heißt es aber nur brüstig. Ich habe aber zuerst auf die schnelle gelesen, brünstig. Naja, könnte ja sein. Oh, eine Wegmarke erreicht. Also die Boas, die gefallen mir sehr. Hi, Geschwindigkeitssegen. Was kann ich für euch tun? Ihr seid weit von der Stadt weg. Wie wär's mit einer Erfrischung, die euch auf die Sprünge hilft? Ein wenig mehr Würze im Leben könnte ich gut gebrauchen. Na? Ihr werdet überrascht, wie oft wir das hier erleben. Die Städter kommen hier raus, um sich die Landschaft anzusehen. Und dann beschweren sie sich über den Rückweg. Es ist ziemlich weit, aber die frische Luft macht den Kopf klar. Ich habe was nichts gegen den Rückweg, aber ich habe noch wichtige Dinge zu tun. Dies ist ein schönes Gehöft, eine Reise wert. Nö.
Darum leben wir hier, aber es kann ja nicht jeder auf dem Land wohnen. Nehmt meinen speziellen Segen und ihr seid im Andumtrend zurück bei euren Pflichten. Habe ich doch keins bekommen. Na super. So. Oh, so eine Moa. Als Reittier. Nee, du bist zu bunt ein bisschen. Flüchtling. Ja, jetzt hier so ein Feuer. Ja, so am Strand. Ja, und jetzt grillen. Krebse sind auch schon da, die kann man auch gleich grillen. Die Lachse da fangen auch und grillen. Und dann einfach hier die Zeit genießen. Ach man, das Leben könnte so schön sein. Was ist denn das? Bist du ein Schamane oder was? Hallo? Hallo? Okay. Der spricht nicht mit jedem. Ja. Der ist wahrscheinlich so tief in Trance, dass er uns gar nicht bemerkt, dass wir hier sind. Das ist aber ein komischer Baum. Okay. Dann schauen wir uns mal. Ein Wasserfall muss eine Öle dahinter haben, oder? Das ist doch Wasserfälle eigentlich im Allgemeinen so, oder? Jups. Wasserfälle haben eine Höhle dahinter. Okay, der hier hat das Buch noch nicht gelesen. Deswegen weiß er es nicht. Der weiß nichts davon. Aber der Baum ist hier so komisch. Ja, ein bisschen. Ich nehme an, ihr meint einen Namen als Kriegerin. Ja, ganz genau. Nicht verzagen, irgendeine Gilde wird sehen, wie gut ihr den Hammer schwingt und euch aufnehmen. Hallo. Wie aufdringlich ihr seid. Hast du ein Problem damit? Ich möchte nur Konversation. Kennen wir uns? Nee, noch nicht. Meine Zeit ist kostbar. Ja, meine noch mehr. Was denkst du? Nachher logge ich mich aus und muss was anderes tun. Und du bist dann immer noch hier. Excelsior! Ja, ist okay. Diese Arbeit macht mich nervös. Warum? Wir graben nur Steine aus. Die Zwerge gruben zu tief. Und jetzt gibt's keine Zwerge mehr. Ihr solltet mehr arbeiten und weniger denken. Tja, vielleicht gab's da irgendetwas, das nicht so gut war. Und was ist hier los? Was ist das hier? Theaneras Grube? Waldspinne? Eisenelementar? Cool. Eine Leiter nach oben. Na. Wieso kann ich die nicht verwenden? Da bauen sie schon eine Leiter auf und da kann man nicht interagieren mit der Leiter. Ach nö. Okay, so. Jetzt bin ich voll auf dem Leiter. Jetzt bin ich voll an dem Leiter dran. Jetzt könnte ich eigentlich... Ach nö. Na gut. Das bleibt dann für die nächste Folge. Was ist denn hier los? Löwenstein ist eine freie Stadt. Bis ihr Ärger macht. Also so wie überall. Bitte geht weiter. Wieso denn? Ich möchte sehen, was da los ist. Haltet euch von Ärger fern. Sonst. Sind das... So stark seht ihr ja nicht aus. Willst du mir drohen? Also wirklich, ey, manche? Nur weil sie eine Rüstung haben, denken sie sofort, sie sind... Oder nur weil sie für die Stadt arbeiten, denken sie, niemand darf denen was antun. Heilreisender. Ja. Macht mir keinen Ärger. Ja, mach ich doch. Ich hoffe, ihr benehmt Aber auch. Immer doch. So, jetzt möchte ich schauen, was passiert, wenn ich da reingehe. Okay, also ich muss zugeben, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hallo, weißt du zufällig? Die Geister der Wildnis empfangen euch. Ich will das aber nicht.
Na gut, Leute, ich mache hier eine Aufnahmepause. Was immer das auch hier ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter, wenn ich das da oben versuche, da oben zu entdecken. Ja, ich versuche das da oben zu entdecken. Ich meine das hier und nicht das da oben, obwohl ich da gerne hingehen würde. Ja, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, hoffentlich. Danke fürs Anschauen und ciao, ciao.